Hello, my loves, und herzlich willkommen bei einem neuen Shein Try On Haul. Ich würde sagen, wir starten direkt in den Haul mit rein. Ich werde euch hier nochmal meinen Rabattcode rein verlinken, wie genau der heißt. Damit spart ihr wie immer 15% Rabatt ab einem Mindestbestellwert von 29 Euro und 20% Rabatt ab einem Mindestbestellwert von 79 Euro. Und ich würde sagen, let's start mit dem Haul. Und zwar ist das dieses wunderschöne Kleid, Leute. Ich bin obsessed. Und können wir ganz kurz das hier appreciaten? Es ist einfach komplett rückenfrei und ich liebe es komplett. Es ist so verdammt gut. Ich bin obsessed. Als nächstes dasselbe Kleid wie gerade, genauso mit dem Rückenausschnitt. Einmal in diesem wunderschönen Orangeton gehalten. Ich liebe diese Kleider. Also ich muss sagen, vom Material her dachte ich erst so, ist okay. Aber wenn ihr die angezogen habt, es fühlt sich halt so heftig an. Ich kann es gar nicht erklären. Und die Ärmel hier könnt ihr noch ein bisschen lockerer machen. Das zum Beispiel, seht ihr das? Hier ist das Ende. Dass das auch wirklich unter der Brust ist. Es sieht so toll aus. So, und das Kleid nochmal in diesem Muster hier. Und Leute, ich bin obsessed. Also, wie hübsch sitzen bitte diese Kleider? Das ist das perfekte Kleid, wenn es warm ist, aber nicht zu warm ist, weil ihr habt den Rücken frei, bedeutet, ihr könnt eine Strickjacke drüber ziehen. Und die Kleider sind wirklich richtig schön lang. Also, perfekter geht's gar nicht. Dann haben wir als nächstes mal ein ausgefalleneres Kleid. Ich habe die Ärmel jetzt hier nicht zugemacht, weil das würde es ein bisschen verbessern, aber ich komme dann immer so schwer da wieder raus. Deswegen, das könnt ihr bis oben hinzuknöpfen. Ihr könnt es aber auch offener lassen. Ich bestelle die Kleider immer in der größten Größe, deswegen sitzt das hier gerade so leicht oversized. Es ist relativ lang. Ich finde es auch sehr, sehr schön und ich werde es auf jeden Fall behalten, weil mit dieser Knopfleiste, das sieht halt so unfassbar hochwertig aus. Das ist wieder so eines dieser Kleider, die so ein richtiges Zimmermann-Kleid sein könnten. Und ich liebe es, ich bin obsessed. Aber ich überlege sogar, dieses Kleid vielleicht ein Stück zu kürzen. Weil ich glaube, wenn das Kleid so bis hier ungefähr gehen würde, wäre es, glaube ich, noch schöner an mir. Ich muss das mal verdecken, weil ich habe gerade gemerkt, es ist leicht durchsichtig. Also, ich habe ein paar Probleme mit dem Kleid. Erstens, es ging super schwer zu. Also, es sitzt schon sehr, sehr eng. Diese Dinge an den Seiten poppen dann auch so ein bisschen auf, also da, wo die Nähte drin sind. Und entweder müsste ich ein BH tragen, damit meine Boobs ein bisschen nach oben kommen. Weil dieses Cup ist ein bisschen weit nach oben geschnitten. Deswegen ist es ein sehr schönes Kleid, viel zu durchsichtig gehalten. Deswegen kommt das, glaube ich, weg, weil ich werde das so nicht anziehen. Leute, ich bin obsessed. Ich bin obsessed. Ich finde dieses Kleid so toll. Also ich bin ja mittlerweile gar nicht mehr so diese Maus, die so übertrieben krass glitzernde Kleider trägt. Aber ich habe eine Vision mit dem Kleid. Ich werde dieses Kleid noch so ein bisschen, wie sagt man, aufpeppen, aufhübschen. Und danach wird dieses Kleid so unfassbar elegant und edel aussehen. Ich werde es einfach lieben. Hinten ist das Ganze wieder rückenfrei. Und ich lieb's. Bei dem Kleid dasselbe. Ich werde es aufhübschen. Ich werde euch dabei mitnehmen, wie ich das machen werde. Weil das hier werde ich wahrscheinlich abmachen. Dass das hier oben sehr, sehr clean ist. Und was wir dann damit machen werden, werdet ihr noch sehen. Aber ich liebe solche Kleider, weil die sind so basic. Und ihr könnt damit so viel machen, indem ihr so ein paar Sachen dazu bestellt. Ich bin bei solchen Kleidern ein absoluter Fan davon. Wenn ihr hier sowas habt, dass ihr mal so ein bisschen rumprobiert, wie euch das von der Raffung her gefällt, ihr dann einen Doppelknoten reinmacht und das Ganze abschneidet. Weil ich finde, diese Bänder, es sieht halt einfach nur super weird aus. Also das würde ich definitiv dann abschneiden. Aber es gefällt mir richtig gut. Also ich muss sagen, das Kleid gefällt mir richtig gut. Die Ärmel hätten tatsächlich noch ein Stück wie immer länger sein können. Aber ansonsten ist es ein sehr, 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 sehr hübsches Kleid. Also gefällt mir richtig toll. Ich hatte bei dieser Art Kleider immer das Problem, dass das hier hinten so komisch abstand. Und das ist nicht mehr, ich weiß nicht, ob die das anders gemacht haben. Das Kleid gefällt mir so gut. Ich habe das noch in so, so vielen Farben. Das werde ich euch jetzt alles hintereinander wegzeigen. Und vor allen Dingen das hier sitzt wirklich richtig gut. Ich bin begeistert. Vor allen Dingen die Kleider sind so niedlich. Also ich muss sagen, die Farbe von gerade eben hat mir definitiv besser gefallen. In Live sieht es sogar noch ein bisschen schöner aus als hier gerade in der Kamera. Aber es sitzt trotzdem so gut. Also ich bin so begeistert von dem Schnitt dieses Kleides. Ich bin obsessed. Ich bin richtig obsessed. Also das Kleid, ich werde nochmal gucken, dass ich mir das in jeder Farbe hole, die mir gefällt. Weil das ist zum Beispiel eine Farbe, die gefällt mir jetzt an mir persönlich nicht so. Weil das einfach nicht die Farbe ist, die mir schmeichelt, wisst ihr. Aber die Kleider sind ja so toll. Ihr könnt die Kleider übrigens nicht nur on-shoulder tragen, sondern auch off-shoulder. Aber ihr wisst ja mittlerweile, ich mag das bei mir überhaupt nicht. Deswegen werde ich das logischerweise nur so tragen. Aber auch das wirklich wunderschönes Kleid. Und das gefällt mir auch besser als das von gerade vom Farbton her. Ist viel, viel schöner. Aber ich muss sagen, das erste hat mir am allerbesten vom Farbton her gefallen. Deswegen werde ich nochmal reingucken, was die noch so haben.
Also ich muss sagen, die Kleider von Nyusha auf der Shein-Seite fallen wirklich true to size aus, weil das ist für mich schon fast zu groß. Und ich bestelle bei solchen Kleidern immer die größte Größe, damit die Ärmel anständig sitzen. Aber ich werde dieses Kleid sowieso mit einem Gürtel tragen. Deswegen wird das Ganze dann auf jeden Fall so ein bisschen taillierter sitzen. Und das ist auf jeden Fall eines meiner Favoriten. Dieses Kleid ist so unfassbar wunderschön. Ich bin so obsessed damit. Ich liebe diese Details mit diesen Knöpfen, habe ich euch ja eben schon gesagt. Ich bin obsessed. Also wirklich eines der schönsten Kleider, die ich hier je besessen habe. Oh mein Gott, ich kann schon gar nicht mehr reden. Und ja, ich muss mal gucken, ob ich das entweder noch eine Größe kleiner hole oder ob ich das mit einem Gürtel halt tragen kann. Leute, dieses Kleid ist auch so wunderschön, ne? Also ich dachte nicht, dass es so gut sitzen wird, aber ich finde es so wunderschön von den Ärmeln her, vom Sitz her. Ihr habt hinten noch die Möglichkeit, das Ganze oben so ein bisschen zuzubinden, dass die Ärmel halt wirklich sicher sitzen und da nichts runterrutscht. Aber ich finde es so unfassbar schön. Also es gefällt mir richtig, richtig gut. Ich komme ja gar nicht klar, wie gut dieses Kleid sitzt. Es gab es noch in einer anderen Farbe, werde ich definitiv bestellen, weil das ist ja der absolute Wahnsinn. Es sitzt so fantastisch. Es sieht so toll aus. Könnt ihr vorne natürlich noch eine Schleife reinbinden. Es ist ein Traum. Dann habe ich mir wieder Bikini-Überwürfe aus der Plus-Size-Section rausgesucht. Den zeige ich euch gleich. Und das hier ist der erste. Ich habe das jetzt mal über das Kleid geworfen, weil ich jetzt keine Lust hatte, extra ein Bikini anzuziehen. Aber er ist richtig toll. Er ist richtig lang, gefällt mir übertrieben gut und wird definitiv in den nächsten Urlaub mitgenommen. Dasselbe gilt für diesen Bikini-Überwurf. Sehr, sehr schön. Ich muss sagen, die Materialien von den beiden Bikini-Überwürfen ist... Es ist wirklich der Wahnsinn, weil es ist super weich auf der Haut. Das Ganze könnt ihr auch nach hinten hinschnüren oder nach vorne hinschnüren. Es gefällt mir wirklich auch übertrieben gut. Also definitive Kaufempfehlung. Dann haben wir den Überwurf und der ist auch wieder wundervoll. Aber der ist aus einem anderen Material als die anderen beiden. Der ist so ein bisschen kratziger vom Material her. Die anderen beiden waren wirklich super, super soft. Aber es gefällt mir auch übertrieben gut, weil es ist einfach so ein Basic zum Überziehen. Ich muss sagen, es geht tatsächlich. Ich hatte schon Angst, dass es mir viel zu kurz ist. Allerdings so... Ihr seht, am Popo geht es halt noch ein Stück länger. Das ist halt perfekt, weil ansonsten ist mir das wirklich zu kurz als Bikini-Überwurf. Aber der ist wirklich sehr, sehr hübsch. Dann haben wir so einen wunderschönen Bikini. Ich habe mich verliebt in dieses Bikini-Teil. Also wirklich, ihr wisst, ich liebe so knallige Farben bei Bikinis einfach am meisten. Und das hat mir wirklich enorm gut gefallen. Vor allen Dingen, ich liebe das Höschen. Ihr könnt das halt so zusammenschieben und das ist halt wirklich perfekt. Dann habe ich mir noch zwei Paar Schuhe rausgesucht. Und zwar einmal so Glitzerschuhe, die halt wirklich dann zu meinen ganzen Glitzerkleidern passen. Einmal in Gold und einmal die hier. Und Leute, ihr wisst nicht, wie gut diese Schuhe sitzen. Also die werde ich zu 1 Milliarde % noch in Gold bestellen. Ich finde diese Schuhe so unsagbar schön. Also wirklich einfach der Wahnsinn. Ich bin obsessed. Ich hatte wirklich Angst, dass das richtig krass durchsichtig ist. Aber ich sag euch ehrlich, Leute, das ist gar nicht so durchsichtig. Es ist so ein tolles Oberteil. Also ich müsste es jetzt hinten noch richtig, richtig binden, indem ich diese Sachen hier richtig zumache. Aber... ich liebe es. Also ich bin richtig obsessed, weil das ist so ein richtiger Hingucker. Ihr denkt von vorne so, ja, die Maus ist angezogen. Und dann seht ihr das und denkt euch so, ulala. Boah, ich muss halt ehrlich zugeben, ich liebe mittlerweile einfach diese komplett figurbetonten Teile. Und dazu gehört auch dieses Oberteil. Ich finde es so wunderschön. Das hier ist jetzt durchsichtig. Ich habe es euch aber letztes Mal auch in hellblau gezeigt. Es ist so ein tolles Oberteil. Ich bin einfach absolut obsessed. Und ja, Leute, ich würde sagen, das war's von mir mit diesem Try-on-Haul. Ich hoffe, euch haben die Teile gefallen. Ich muss sagen, ich bin absolut obsessed. Ich hatte so viele Teile dabei, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, einfach in jeder Farbe am besten holen. Aber ja, ich finde immer mehr ja meinen Style, gerade auch was so Kleider angeht. Und vergesst nicht, meinen Code zu verwenden, wenn ihr bestellt. Ich blende euch den hier nochmal ein. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.